Herr Weidt, was war die erste Kommunikationsmaßnahme, nachdem Sie davon erfahren haben, dass Propofol für Hinrichtungen in Missouri verwendet werden soll? Ja, zuallererst haben wir darauf hingewiesen, dass Propofol ein Medikament ist und haben in der Öffentlichkeit und auch der Presse gegenüber und auch der Politik gegenüber geäußert, dass wir nicht damit einverstanden sind, wenn Propofol außerhalb seiner Indikation der medizinisch vorgesehenen Zwecke zum Einsatz kommt. Unsere Aufgabe ist es, Patienten zu helfen. Die Aufgabe von Fresenius Kabi ist es, schwerkranken Patienten zu helfen. Und wir möchten, dass nichts anderes mit unseren Produkten geschieht. Und das haben wir klar kommuniziert. Die Europäische Union hat ja mit einem Exportverbot gedroht. Sie konnten das abwenden. Was würden Sie sagen, wie groß war der Anteil der Kommunikation daran, dass Sie es abwenden konnten? Der Anteil der Kommunikation war sicherlich sehr groß. Über die Kommunikation konnten wir Ärzte, Patienten, die Bevölkerung, Medien in den USA darüber aufklären, welche Gefahren für die Patientenversorgung in den USA droht, welche Versorgungskrisen drohen für die Patienten, wenn Propofol exportkontrolliert wird. Und ich denke, dass diese Gefahren für die Patientenversorgung ein maßgeblicher Punkt für die Entscheidung des Governors war, Propofol nicht für Hinrichtungen einzusetzen. Wie intensiv war der Dialog mit den NGOs wie Amnesty International oder Reprieve? Wir sind ein Unternehmen im Gesundheitswesen und sind deswegen den Menschen verpflichtet. Wir haben sehr intensiv mit Reprieve gesprochen, auch mit Amnesty International. Wir haben Reprieve und Amnesty International über jeden unserer Schritte informiert und haben sichergestellt, dass diese auch von Reprieve und Amnesty International positiv kommunikativ begleitet werden. Glauben Sie, die Vorfälle in 2012 und 2013 in diesem Zusammenhang haben das Image oder den Ruf von Fresenius oder eben vor allem von dem Medikament nachhaltig beeinflusst? Propofol wird von Ärzten, Verordneten angewendet, die sehr genau um die Güte und um die Vorzüge dieses Medikaments wissen. Wir haben es hier nicht mit einem Konsumprodukt zu tun, wo Image und Marke sehr wichtig wäre, dafür, dass sich Menschen entscheiden, ins Regal zu greifen, dieses Produkt und kein anderes zu kaufen. Propofol hat und hatte eine ganz hervorragende Reputation und auch die Reputation von Fresenius als Partner des Menschen hat sicherlich sich im Gegenteil eher noch weiter verbessert. Wir sind heute bekannter dafür, was wir hier getan haben, als dass sie beeinträchtigt worden wäre durch diese Vorfälle. Wie sehr haben Sie sich denn darüber gefreut, dass ausgerechnet die Taz, dass die Kommunikation des Unternehmens gelobt hat? Das hat uns sehr gefreut und ich kann den Respekt, den die Taz Fresenius gegenüber erbracht hat, auch wirklich nur zurückgeben an der Stelle, weil die Taz wirklich vorurteilsfrei und offen an die Themen herangegangen ist und sich darauf eingelassen hat, unsere Punkte zu hören, zu verstehen und richtig zu interpretieren. Und das ist eine journalistische Leistung, die man auch heute noch herausheben darf. Insoweit Respekt, Taz. Vielen Dank. Bitte schön.